Hallo YouTube, Matthias hier. Heute zeige ich euch, wie man Gemüsebrühe selbst macht. Das ist 100-mal besser als das Pulver oder die Würfel, viel gesünder, aber auch besser als die fertigen im Glas. Das geht schon, benutze ich auch manchmal, aber am besten ist natürlich, wenn man selbst entscheidet, was reinkommt. Lässt sich super in ganz großen Mengen vorbereiten und dann immer wieder verwenden. Dann hat man den Aufwand nicht jedes Mal bei jedem neuen Gericht. Also, auf geht's! So, für unsere Gemüsebrühe brauchen wir Lauch, Knollensellerie, Karotten, ein paar Zwiebeln, etwas Petersilie, ein bisschen Knoblauch, Salz und Pfeffer zum Würzen und Öl zum Anbraten. Bis auf die Zwiebeln und den Knoblauch findet man das meiste Gemüse im Supermarkt unter der Bezeichnung Suppengrün. Das sieht dann alles nicht mehr super frisch aus, vielleicht ein bisschen alt, aber für die Gemüsebrühe ist das gar kein Problem, das reicht völlig aus. Wir schneiden jetzt das Gemüse alles grob klein. Das Wichtige ist, dass wir so ein bisschen die Oberfläche des Gemüses erhöhen, damit das Wasser dann mehr Angriffsfläche hat sozusagen. Mit der Petersilie müssen wir eigentlich nichts machen, die schmeißen wir so mit dazu. Jetzt braten wir die Zwiebeln und den Knoblauch schön glasig an. Nachdem wir das restliche Gemüse dazu gegeben haben, löschen wir das Ganze jetzt mit reichlich Wasser ab. In dem Fall war mein Topf ein bisschen klein, deswegen habe ich das ganze Gemüse jetzt auf zwei Töpfe aufgeteilt, damit genug Wasser an das Gemüse kommt. So, wenn das Ganze einmal aufgekocht ist, wird das Ganze für eine Stunde lang köcheln gelassen. Und danach können wir schon das Ganze durch ein Sieb geben und fertig ist eigentlich unsere Gemüsebrühe. So, jetzt noch ein Trick von mir, wenn man besonders viel Gemüsebrühe vorbereiten möchte und die einfrieren will. Ich habe hier so eine Dose, da passt ziemlich genau ein halber Liter rein. Und darüber stülpe ich jetzt einfach so einen wasserdichten Einfrierbeutel, einen ganz normalen Gefrierbeutel. Einmal drüber und in diesen Gefrierbeutel gebe ich jetzt die Brühe in den Topf. Das ist dann ziemlich genau ein halber Liter. Und danach nehme ich einfach den Beutel, knote den zu und dann kann man das Ganze einfrieren. Natürlich vorher abkühlen lassen und dann ab in die Gefriertruhe. So kann man super einfach für viele, viele Gerichte in der Zukunft Gemüsebrühe vorbereiten. Und wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen.